So, guten Morgen, Kinders, RDLP hier und jetzt geht's wohl in die letzte Mission gegen Joseph Seed. Ja, Faith ist leider down. Ich vermisse sie, ich mochte sie echt. Oh, okay. Ja, ich rüste hier nochmal richtig auf. Ja, ist ja der Endfight. Jetzt kann ich auch ein bisschen. Bisschen. Oh, geil, das nehme ich auch noch mit. So, damit sind alle Vorteilspunkte weg. Und dann geht's los. Ja, letzte Mission, dann werte ich alles auf. Ist auch egal. Komm. Warte, genau. Ich brauche da noch mehr Munition. Lalalala. Ja, dank mir ist alles tutti. Ja, die 3000 Meter, soll ich die abfahren? Weil es zu schön war? Ich weiß es nicht. Ich könnte auch eine Blitzreise machen. Ja, komm. Bevor ich hier jetzt wieder 3 Stunden in der Gegend rumschwimme, machen wir das so, wo alles begann. Ja. Oh Mann, hier begann echt alles. Es war eine schöne Reise. Vor allem war es so toll mit Faith. Sie hat meine Welt gezeigt. Ha. Oh. Alter, wenn es Bliss im Darknet zu kaufen gäbe, ne? Ich hätte mir jetzt echt so viel davon geholt. Natürlich nicht im Darknet, ne? Bei Amazon. Wir wollen ja legal bleiben hier, ne? Kinder. So, jetzt muss ich da rüber schippern. Ja, toll. Ich habe jetzt keinen Bock zu schwimmen. Oh. Mann. Ich hätte das Video beginnen sollen, nachdem ich dort hingegangen bin. Jetzt kann ich hier nochmal Seepferdchen machen, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, ich habe noch keine Ahnung, was da mein neues Projekt wird. Ich glaube, ich let's play einfach mal ein neueres Spiel. Weil die Abonnentenzahl, die geht ja nicht so in die Höhe gerade. Ich finde meine Videos so gut. Also ich finde meine Videos mega gut. Mega gut. Nein, ich finde die cool. So. Und wenn es dann nicht die große Aufmerksamkeit dafür gibt, dann ist das in Ordnung für mich. Ja, ich muss Videos machen, die mir gefallen. That's it. So. Ah, hier war ich schon mal im zweiten Video. Alter. Ja, klar. Jetzt brauche ich auch keine Tiere mehr jagen. Ihr dürft jetzt alle leben. Habe ich kein Problem mehr mit. Ja, renn jetzt. Ich will doch heute noch ankommen. Ah, ja, toll. Da steht ein Boot. Da steht es gut. Ja, komme ich da überhaupt rein? Ah, oh, Wookie. Na komm. Das dauert mir zu lange. Ja, kann ich das benutzen? Danke. Schippern wir nochmal mit dem Boot umher, weil es so schön ist. Dann habe ich auch in diesem Spiel echt wenig gemacht mit Boot. Wie hat alles angefangen? Als ob die mich jetzt freundlich empfangen. Ah ja, ich kann keine Waffen rausholen. Es geht... Es geht nicht. Hallo. Unbewaffnet rein. Super Idee. Da bist du ja. Als der Schlamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren im Namen Gottes. Du hast meine Familie zu Märtyrern gemacht. Und ich mache dasselbe mit deiner. Ja. Aber Gott beobachtet uns. Er wird uns.
uns nach unserer Entscheidung in diesem Moment richten. Alter, der hat alle meine Homies gekapert. Doch, Jazz, Grace. In einer Welt am Abgrund, wo jede Untat, jede Ungerechtigkeit, jede Entscheidung unsere Sünden zeigt. Und wohin führten uns diese Sünden? Wohin haben sie dich geführt? Zu dir. Deine Freunde wurden gefangen und gefoltert. Und du bist schuld. Zahllose Menschen sind gestorben und du bist schuld. Nee, den Schuh zieh ich mir jetzt nicht an. Steht in Flammen und du bist schuld. Irgendwie bist du schuld. Du checkst es nicht, oder was? Wann wirst du endlich erkennen, dass sich nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen lässt? Als du zum ersten Mal hier warst, gab ich dir die Chance, einfach zu gehen. Das stimmt. Du hast abgelehnt. Und im Angesicht Gottes gebe ich dir diese Chance. Ein letztes Mal. Leg die Waffen nieder. Und nimm deine Freunde. Du lässt mir meine Herde. Und gehst in Frieden. Geh in Frieden. Du bist doch völlig krank. Ist er das? Mann, wir hätten niemals hierher kommen sollen. Du weißt, was zu tun ist. Ja, weiß ich das? Krieg ich 10 Minuten Bedenkzeit? Darf ich mich gut zurückziehen? Und bedenke. Gott beobachtet dich. Ja, das ist mir wurscht. Ja, ich weiß nicht, welche Taste was ist. Weggehen, Widerstand leisten. Ist auf Dreieck, oder? Drei. Ja, Digga, ich weiß halt nicht, welche Tasten. Was soll denn eins sein? Ich will jetzt nicht das Falsche drücken. Ach so, hier steht's ja bei mir. Nee. Ist falsch. War 3 nicht X? Weil ich würde schon Widerstand leisten, weil das so ein kranker Typ ist. Aber dann sind meine Homies safe, ne? Aber dann hätten wir uns den ganzen Schwachsinn hier auch sparen können. Ah. Fuck, ich muss eben überlegen. Also, wenn ich jetzt gehe, sind meine Homies safe. Aber es wird halt immer so weitergehen. Und er terrorisiert das Land hier ja doch schon ein bisschen. Und macht ganz viel Scheiße. Und ich sehe es einfach nicht ein, dass er hier gewinnt, ja. Gut, da kommt jetzt mein Ego hoch, aber ich sehe es einfach nicht ein, ja. Der hat hier so viel Scheiße verzapft und wird dann noch so viel Scheiße verzapfen. Und der ist so arrogant, guck dir den mal an, ey. Guck mal, wie arrogant der mich anguckt. Und mich erpressen hier, das geht mal gar nicht. Wir leisten Widerstand, ich bin mir sicher. Ja, RD, bist du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher. Jede Entscheidung zeigt unsere Sünde. John lag falsch. Deine Sünde ist nicht Jezum. Hab ich doch gesagt. Du würdest die Welt eher leiden und brennen sehen, als deinen Stolz zu schlucken. Und der Schlamm tat das sechste Siegel auf und erwacht ein großes Erdbeben. Die Sonne ward schwarz. Oh Mann! Xanax! Das war intelligent! Ja, das war intelligent, Widerstand zu leisten! Oh, mein Schrank ist umgekippt! Toll! Alter! Scheiß die Wand an! Nachladen!
kann ihn nicht killen? Alter. Ach so, ich muss meine Freunde wiederbeleben. So. Kein Ding. Nachladen. Wiederbeleben. Lebe ihn doch jetzt wieder. Danke. Ich habe keine Erste-Hilfe-Sets mehr. Na super. Die Waffe hätte ich mal von Anfang an kaufen sollen. Ach scheiße, die werden halt wieder über den Haufen gebrezelt. Ach scheiße, der Typ ist gut. Der Typ ist gut. Oh oh. Ich glaube, ich hab's verschissen. Danke, Mann. Also, ich habe mir 1000 Waffen gekauft. Aber ich habe nicht einen Moment daran gedacht, Erste-Hilfe-Set zu kaufen. Ey, ich bin eine Pflaume. Oh, ich hab's gepackt. Nein, hab ich nicht. Du stirbst jetzt. Blöder Schwanz. Hey, ich bin auf der Hut. Nein, du warst das. Oh, Leute. Von wegen, ich hab's geschafft. Klasse. Fuck off. Oh, scheiße, das ist richtig schwer. Nein, bist du kloppt jetzt. Oh, fuck. Ich hab eine scheiß Waffe plötzlich aufgehoben. Ja, Leute, das ist viel zu schwer. Ja, Digga, ich brauche halt Erste-Hilfe-Sets. Mein Schrank ist umgefallen. Ey, was soll denn das jetzt? Also, ich habe so einen Stoffschrank. Egal. Oh, Leute, das ist richtig schwer. Alles normal. Schnappen wir uns den Bastard. Oh, Leute. Ich kassiere ja auch die ganze Zeit. Ich kassiere ja! Ich kann ja nicht wiederbeleben, ohne dass ich kassiere. Oh, Leute. Kein Thema. Ich hol mal lieber die Shotgun raus. Kämpfe gegen den Vater. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Ja, ja, ich weiß, wir haben es noch nicht überstanden. Ich hatte mich nämlich schon gefreut beim letzten Mal. Scheiße! Hört auf! Kann mich mal jemand wiederbeleben? Ich hab's verkackt. Oh Mann.
Das kann länger dauern. Scheiße, das ist richtig schwierig. Ich muss halt alle über den Haufen brezeln erstmal, glaube ich. Oh, scheiße. Ich bin ja jetzt schon fast down. Diesmal mal ein bisschen intelligenter. Oh Mann, ich muss auch ständig nachladen. Gemeinsam sind wir eins. Ich hätte... Oh, du bist eine Flo... Klar, ich will die Waffe aufheben, anstatt ihn wiederzubeleben. Klar, das ist ja auch viel naheliegender. Ja, wie soll ich denn das packen, Alter? Ja, ich habe keine Erste-Hilfe-Sets gekauft. Ich bin eine Flasche. Liegen hier vielleicht irgendwo Sachen? Natürlich nicht. Alter, ich sehe nichts. Oh Mann. Ja, was soll ich denn machen? Das kann länger dauern. Was soll denn das? Du sollst die Waffe rausnehmen und die normale Munition. Oh, was macht der denn da? Jetzt lädt er eine halbe Stunde nach. Gemeinsam sind wir eins. Oh, fuck off, ey. Ich hab halt kein Leben so richtig. Zieht euch rein! Selbst wenn ich die über den Haufen brezel. Oh, super. Ja, wiederbelebt mich mal jetzt jemand. Danke. Das ist ein Witz! Das war's schon wieder. Ohne 5 Erste-Hilfe-Sets packst du diese Mission nicht. Ich bin schon wieder down. Ich lieg hier einfach. War's das? Das war's. Ja, ohne 5 Erste-Hilfe-Sets packe ich das einfach nicht. Das war dämlich, das nicht aufzufüllen. Ich habe gerade auch keine Idee, wie das gehen könnte. Ach, ich habe einen Raketenwerfer. Ich habe Granaten. Leckt mich alle am Arsch. Bin schon wieder fast down, ey.
Ja, ich kassiere halt. Ich kassiere. Das geht nicht. Wie soll denn das zu schaffen sein? Das könnte schwieriger werden, als ihr euch das gerade vorstellt. Hoch mit dir. Das war halt richtig schlecht von mir. Vielleicht hätte ich keinen Widerstand leisten sollen. Ich habe dir jede Chance gegeben und du hast sie weggeworfen. Du hast die Welt um uns herum zum Einsturz gebracht. Erkennst du das denn nicht? Ja, er wirft erstmal Fleisch. Ich hänge hier ein bisschen. Nachladen. Boah, Alter, das ist ein richtig harter Fight. Bin gleich wieder down. Das Hilfeset, keine Ahnung. Wölfe muss ich auch noch. Klasse. Ja, die beleben ja auch wieder welche. Das ist unmöglich. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Alter, da sitze ich die ganze Nacht dran. Ich hätte erst Rüsche Sets kaufen müssen. Scheiße. Man ist ja auch sofort am Anfang down. Für den Vater. Ja, Junge, er kassiert natürlich gar nicht. Verdammte Scheiße, danke, Luki. Schnappen wir uns den Bastard. Er kommt ja auch direkt wieder, er spawnt ja sofort. Ja, ja, ja. Ich mach dir jetzt kalt. Wird es noch süßer, wenn ihr alle vergeht. Wo ist er denn nun? Das war irre. Aber ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Bleib auf der Hut, Rookie. Nächstes Mal bin ich vorbereitet. Du warst nicht du selbst. Kann ich auch noch Feuer löschen? Klasse. Bin ich Feuerwehrmann oder was? Das reicht aber mal hier. Ständig nachladen. Gemeinsam sind wir eins. Genau das wollte ich. Ich wollte ihn nicht wiederbeleben. Klasse.
reicht's aber mal. Das gibt's nicht. Das ist doch ein Joke. Ich hab den jetzt schon tausendmal wiederbeleben wollen. Und es ging nicht. Verpisst euch da jetzt. Endlich. Das erledigen wir jetzt ganz schnell. Mann, es ist noch nicht vorbei. Was? Es geht immer noch weiter. Alter, ist das heftig, diese Mission. Herc habe ich schon mal wieder. Jetzt macht er wieder diese Scheiße. Jazz! Nein, er darf doch nicht Jazz haben. Jazz! Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Jazz ist im Team. So, 12 von 12. Ja, von wegen. 12 von 12. Geht aus dem Weg. Ja, ist egal. Ich wiederbelebe den jetzt einfach. 10 von 12. Verdammter Hundescheiß. Die Hände Fieber sind stärker als die Hände weniger. Jetzt habe ich's gepackt. Ständig kippt jemand um. Die Hände Fieber sind stärker als die Hände weniger. Ich verstehe das jetzt nicht. Achso, da. Herc, du bist es. Doch, ich weiß, was ich tue. Ich knall dich jetzt ab. Es reicht mir. Du hast mir lange genug Spektakel gemacht. Und die Entscheidung, dich anzugreifen, bereue ich kein Stück. Endlich, ey. Blöder Wichser, ey. Das war die richtige Entscheidung, den fertig zu machen. Vergib ihn, Vater. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Als der Schlamm das siebte Siegel aufbrach. Du hast ausgedient. Wurde es ganz still im Himmel. Dann sah ich die sieben Engel und sie erhielten sieben Posaunen. Da kam ein Unheil. Donner und Blitze. Die Erde bebte. Joseph Seed, Sie sind verhaftet. Eine gewaltige Stimme rief aus dem Tempel den sieben Engeln zu: Geht eurer Wege und gießt die sieben Schalen mit. Alter, war das heftig. Was war denn das jetzt? Scheißdreck. Ja, dann lass mal los jetzt. Alter, ich hab noch nicht mal das überwunden von dem Fight gerade. Jetzt muss ich schon wieder fahren hier.
Und er singt einfach. Ich muss fahren, natürlich. Natürlich muss ich fahren. Zum ersten Mal muss ich fahren. Ja, ich bin auf dem Weg. Oh, jetzt heult nicht rum. Ich bin am Lenk... Halt die Schnauze. Ich bin am Lenkrad, das wird schon. Habe ich eine Waffe? Ja, sehr schön. Oh, fuck, Alter. Zündet der hier erstmal eine Atombombe oder was? Das ist ja wohl nicht zu fassen, Alter. Ach, pisst euch nicht ein. Er hatte nicht recht. Es war die richtige Entscheidung, ihn anzugreifen. Diesen Pimmel. So. Ich bereue nichts. Ah, jetzt höre ich auf zu beten. Nee, das brauche ich jetzt gerade gar nicht. Oh. Kann ihm jemand auf die Schnauze hauen, der nervt mit seinem Geblabber. Ich hab doch alles im Griff. Ganz normale Autofahrt für mich. Das habe ich alltäglich. Auf dem Weg zur Uni bin ich immer on fire. Ja, so. Ja, keine Ahnung, wo ich hin muss. Heiß gepackt. Ah ne, er fährt, okay. Ups. Ja gut. Aber ich lebe noch. Oder nicht? Was wäre das denn für ein Depri-Ende? Alle down. Jetzt scheitert es an so einem Baum, ey. Ja, stehe ich auf dem Kopf oder was? Mein Kopfstand hier, Handstand. Du weißt, was das bedeutet. Nein, keine Ahnung. Sag's mir, ich werd nicht schlau. Es bedeutet, die Politiker schweigen jetzt. Es bedeutet, die Unternehmen wurden ausgelöscht. Es bedeutet, die Welt wurde geläutert durch Gottes gerechtes Feuer. Ich hatte recht. Ja, du hast das doch gezündet. Du hast es gezündet. Die Welt, wie wir sie kannten, ist nicht mehr. Ich habe so lange gewartet. Ich habe so lange gewartet, dass die Prophezeiung, die Gott mir gegeben hat, endlich wahr wird. Ich habe meine Familie darauf vorbereitet. Und jetzt sitzt ihr hier mit mir. Ja, toll. Und du hast sie mir genommen. Ich sollte dich töten für das, was du getan hast. Aber du bist alles, was mir bleibt. Du bist meine Familie. Bitte was? Und wenn die Welt bereit ist für die Wiedergeburt, treten wir zurück ans Licht.
Vater. Und du bist mein Kind. Das sehe ich ein bisschen anders. Oh, Mann. Nee, das ist jetzt das Ende. Alle unsere Homies sind down und ich hänge mit diesem Saftsack im Bunker fest. Nee. Das war's. Okay, das Ende ist echt unbefriedigend, weil ich hätte ihn gerne vernichtet. Ja, toll. Alle unsere Homies sind down, die ganze Welt ist down, nur ich und dieser Vollhorst leben noch. Und Faith ist nicht mal mehr da, die, im Bunker, ey. Toll. Ich und Faith im Bunker, das hätte ich ja voll eingesehen für 10 Jahre, aber er und ich, oh nee. Ja, Fazit zum Spiel, ich fand's cool. Am Anfang habe ich nichts hinbekommen, aber wurde schnell besser und hat echt Bock gemacht. Auch wenn Jazz mich immer aufgeregt hat. Grafik super, da kann man nicht meckern. Ich find's auch interessant. Bloß das Ende ist halt richtig reingeschissen, weil anscheinend hatte er recht. Ja, so ein Schwachsinn, ey. Ja, was soll das für eine Moral vermitteln, dass wir religiösen Fanatikern zukünftig glauben sollten? Scheißdreck tue ich. Weißt du was? Ich würde mich wieder so entscheiden. Ja, ich würde wieder Widerstand leisten. I don't care. Nicht mit mir. Und sowieso, selbst wenn wir gegangen wären, wäre die Welt ja trotzdem untergegangen, oder nicht? Keine Ahnung. Ja, überspringen. Jetzt kein Bock drauf. Aber sonst cooles Spiel. Faith war mein persönliches Highlight, ja. Alles Ende ist scheiße. Also ich bin keiner, der jetzt unbedingt ein Happy End erwartet, aber... das war jetzt doch ein bisschen unbefriedigend. Neues Spiel Plus, ah ja. Okay, dann wäre es das für Far Cry gewesen. Ich überlege mir mal, was wir für ein neues Spiel daneben spielen. Vielleicht ja das hier, Far Cry New Dawn. Mal gucken. So, bis dann. RDLP.